gleich zwei schwere Verkehrsunfälle haben in der Nacht zum Mittwoch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Rostock gefordert. Zunächst stießen im Überseehafen ein Auto und eine Lokomotive zusammen. Nach ersten Polizeiangaben mussten zunächst mehrere Autos an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Ost-West-Straße halten, um die Lok passieren zu lassen. Ein Skoda-Fahrer, der offenbar nicht warten wollte, überholte die stehenden Autos und wollte noch vor der Lok die Gleise überqueren. Dieses Vorhaben misslang gründlich. PKW und Lokomotive stießen ungebremst zusammen. Das Auto wurde einige Meter weit mitgeschliffen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, sein Auto jedoch einen Totalschaden. Auf der B105 bei Sievershagen stießen auf Höhe der Einfahrt zum Ostseepark zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 19-jährige Fahrer eines Seat, der in Richtung Bad Doberan unterwegs war, aus noch nicht geklärter Ursache bei regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Transporter frontal. Der Unfallverursacher wurde schwer, der andere Fahrer leicht verletzt. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld. Beide Autos hatten nur noch Schrottwert. Die freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung rund um Sievershagen kamen zum Einsatz, um die Unfallstelle auszuleuchten, ausgelaufene Kühlmittel und Wrackteile zu beseitigen. Die B105 blieb zeitweilig voll gesperrt.